Hallo Fans und Freunde der Vienna. Heute ist Freitag und es gibt wieder ein feines Vienna-Match und zwar ein Heimspiel heute. Auf die Hohe Warte kommt heute zu Gast Gersthof. Zuerst schauen wir uns die U23-Mannschaft an und nachher gibt es ein feines Spiel der Kampfmannschaft und ja, hoffentlich natürlich auch wieder 3 Punkte und ein weiterer Sieg. Das wäre natürlich ganz fein, weil das würde uns vorne in der Tabelle halten. Nur der FAC ist noch vor uns und das Spiel ist ja bald, also ich hoffe auch da, dass wir da erfolgreich sind und weiterhin um die Meisterschaft kämpfen, denn der Meisterschaftstitel, ja, der ist möglich, absolut möglich sogar und hoffe, dass wir dann erfolgreich nächstes Jahr feiern dürfen, den Meistertitel und den Aufstieg in die Wiener Liga, erste Klasse sozusagen. Ja, Wetter ist gut. Gegen letzte Woche, da war es ja wechselhaft und schon herbstlich, aber heute ist es angenehm. Einem Fußballfest auf der Hohen Warte steht nichts mehr im Wege. Also Leute, unterstützen wir unsere Kampfmannschaft, kann man wie einer. Hat mit einem 3:2 ein gutes Spiel abgeliefert und 3 Punkte eingefahren. Gratuliere. Jetzt spielt unsere Kampfmannschaft gegen die Kampfmannschaft von Gersthof. Volle Unterstützung und kann man Vienna. Ja, liebe Wiener Fans, 4:1 gewonnen gegen Gersthof, gut gespielt, verdient gewonnen, 3 Punkte nach Hause gespielt. Ich hoffe, wir sehen uns recht zahlreich bei den anderen Spielen und natürlich auch bei den Damenspielen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da recht zahlreich sehen würden. Top of the League, Top of the League, we are Top of the League. Liebe Fans und Freunde der Vienna, seit diesem Wochenende ist unser First Vienna Football Club wieder dort, wo er hingehört, nämlich an der Spitze der Tabelle, der Wiener Landesliga 2. Und das freut mich natürlich sehr, denn das haben wir uns absolut verdient. Kein Spiel verloren, okay, Punkteabzug, aber gute Leistung der Mannschaft, gute Leistung unserer Fans, guter Support, das hat sich ausgezahlt und ich bin sehr glücklich darüber, dass wir endlich wieder auf Meisterschaftskurs sind und ich hoffe, das bleibt auch so. Leider Gottes bin ich beim nächsten Match, da geht es auswärts gegen Hellas Kagran, nicht dabei. Ich hoffe aber, dass viele Vienna-Fans einen guten Support, eine gute Unterstützung unserer Kampfmannschaft machen. Aber natürlich wird es wieder ein Vlog geben, wie gewohnt am Mittwoch um 18.30 Uhr und da darf ich voller Stolz eine neue Kolumne ankündigen. Und zwar, wenn ihr euch erinnern könnt, der Grimi hat ja in der RLO-Saison 2014-2015 eine ganz tolle Kolumne gehabt und zwar unterwegs im Abseits. Und das wird es wieder geben und zwar hier
auf diesem Kanal, auf Kammern Vienna. Und ich bin überzeugt davon, er wird uns ganz tolle Geschichten und Geschichten über die Auswärtsmannschaft und natürlich auch das, den Ort, wo dieses Auswärtsspiel stattfindet, erzählen. Und ich bin schon gespannt, was wir dann alles zu hören bekommen bzw. zu sehen, weil wir das natürlich auch filmen werden. So, meine Lieben, jetzt aber volle Konzentration auf das Toto-Cup-Spiel gegen den LAC Inter. Ja, vor 14 Tagen haben wir schon gespielt gegen den LAC und es war kein einfaches Spiel und auch heute wird schwierig werden, denn die Motivation der Burschen vom LAC ist sicherlich nicht schwach, aber natürlich die Unterstützung unserer Vienna-Fans, die wird natürlich stark genug sein und wir gehen alle davon aus, dass wir hier einen Sieg davon holen und natürlich in die nächste Runde aufsteigen. Das ist uns zu wünschen, beziehungsweise haben wir auch verdient, denn wir sind top of the league und das freut mich ganz besonders, das verkünden zu dürfen. Wir sind auf Meisterschaftskurs, wir holen den Titel, davon bin ich überzeugt und zwar wir, ihr, die Mannschaft, der Verein und darüber möchte ich euch natürlich ständig berichten und ich hoffe auch, ihr bleibt mir treu. Like den Kanal, like die Videos, teilt sie auch, schaut natürlich vorbei auf den Social Medias wie Facebook, Twitter, Google+ und natürlich Instagram. Also, schauen wir uns das Spiel an, Kammern Vienna. Liebe Vienna Fans, 2:1, knappes Ergebnis, wäre auch schon ganz schön knapp geworden, dass wir eine Verlängerung sehen, aber souverän nach Hause gespielt und eine Runde weiter im Toto Cup. Was über 300 Fans waren hier dabei und haben ein gutes Spiel gesehen. Umso knapper es war, aber egal, zumindest sind wir weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte lasst ein Like da, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, beziehungsweise schaut auch auf den Facebook, beziehungsweise Instagram, Twitter und Google+, Social Medias vorbei und bis zum nächsten Match. Also, Kammern Vienna.